Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Mein Name ist Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute hier bist. Wir werden heute eine Übung machen, eine Meditation machen, wo es ums Reinigen, Ausreinigen der Gefühle geht, der gespeicherten Gefühle. Und Gefühle kann man ja jetzt so, die menschlich bezogenen Gefühle so auf den Solarplexus setzen. Also das ist so der Magen, ja, und damit auch die Verdauung mit. Und da werden wir schauen, dass wir das ein bisschen ausreinigen. Und dann haben wir noch das Herz. Das sind ja dann schon mehr so, das ist so diese Lebensenergie, das ist so diese bedingungslose Liebe, Liebe geben, Liebe nehmen. Und auch da werden wir schauen, dass wir da ein bisschen durcharbeiten werden. Es gibt natürlich auch auf der Nabelchakra-Ebene, da würde ich jetzt gar nicht so Gefühl sagen, sondern das würde ich mehr so als instinkthaft, triebhaft. Das sind so ganz frühe Prägungen, die wir da drinnen haben. Das sind vielleicht auch so Urgefühle, dass man das so beschreiben kann, die natürlich auch eine Relevanz haben, wie wir uns jetzt sozial abgeben. Aber hauptsächlich geht es natürlich jetzt schon um diese Solarplexus-Ebene, also um das Ich und Du, also Ich und die anderen, und so Herz, Liebe geben, Liebe nehmen. Okay, und da werden wir heute mal durchputzen. Und jetzt schließe einfach mal so deine Augen. Und atme mal tief ein. Und wieder aus und tief ein, so tief es geht und wieder aus. Und es gibt ja in Österreich so dieses Sprichwort, wo man sagt, über sich ärgern, ich habe mich geärgert, ich bin angefressen, ich bin angefressen. Und das kann man wieder sagen, ja, ich habe mich mit irgendetwas überessen. Ich habe etwas in mir drinnen, was aufgenommen, was vielleicht nicht zu mir gehört. Und genau so werden wir jetzt den Solarplexus ausreinigen. In dem Thema, ich habe etwas geschluckt, etwas gegessen, was einfach zu viel war oder schwer verdaulich war. Und das sind jetzt einfach so mal diese Gefühle, anderen Menschen gegenüber oder wo wir vielleicht Gefühle von anderen auch übernommen haben. Und diese Ebene reinigen wir jetzt mal aus. Dieses Ich bin angefressen, ich habe mich überessen mit den Gefühlen und Emotionen von anderen. Und wie geht das jetzt mal raus? Wir stellen uns da einfach so wie einen Staubsauger vor aus goldenem Licht, der direkt beim Magen, beim Solarplexus ansetzt. Und dieser Staubsauger saugt jetzt alles aus dir ab, was du aufgenommen hast. Von außen, Emotionen von anderen, die jetzt dein System verlassen können. Und jetzt gehen mal alle Emotionen der Hilflosen raus. Also diejenigen, wo du das Gefühl hast, dass du sie retten möchtest. Oder unterstützen möchtest. Alle Gefühle der Hilflosen. Dann alle Gefühle der Täter, der Unverschämten. Also die, die dir zu nahe treten. Die übergriffig werden. Die werden jetzt noch rausgelöst. Also die Opfer und die Unverschämten.
Und als dritte Abteilung werden jetzt noch sämtliche Gefühle aus deinem Solarplexus gelöst, die dein soziales Miteinander einschränken oder die dich daran hindern, dich ganz klar abzugrenzen. Also deine Gefühle bezogen aufs Außen, auf andere Leute, die dich daran hindern, dich abzugrenzen oder ganz klar bei dir zu bleiben. Und dieser Staubsauger saugt jetzt einfach mal alles raus. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und das goldene Licht dieses Staubsaugers löst sich jetzt. Und du spürst, dass dein Solarplexus, dein Magenbereich schon viel, viel weiter ist. Nun ist es an der Zeit, sämtliche Erschöpfungen in deinem System auszugleichen, zu heilen, die darauf basieren, dass du die Energie von anderen, die Emotionen von anderen getragen hast oder dass du in diesem unendlichen Kreislauf der Emotionen einfach festgesteckt bist. Und da kommt jetzt Nüchternheit, Klarheit, Struktur rein und Regeneration und Fokus auf das Wesentliche. Und du atmest tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass du klarer und leichter wirst. Und dass sich ganz viel Druck und Stress bei dir löst. Und vor allem, dass du wieder flexibler wirst, offener wirst. Dass mehr Freude, Klarheit und Vertrauen in dich einfließen kann. Sämtliche Ängste und Unsicherheiten deines Umfelds fallen ab und damit fallen auch deine Ängste und Unsicherheiten von dir ab. Und du spürst, wie du deinen Wirkungsbereich, deinen Radius immer weiter ausweitest, wie der größer wird, stabiler wird
und wie du im Zentrum deiner Klarheit, deiner Kraft dich ganz klar in deiner Mitte und deiner Energie verwurzelst. Und in diesem Tanz aus Energie öffnet sich dein Herzzentrum. Du kannst gar nicht anders, als dass sich dein Herzzentrum öffnet. Denn du spürst die tiefe Liebe dieses Lichts, dieses Farbenspiels. Und während sich dein Herzchakra vorne, also auf deiner Brust und hinten bei deinen Schulterblättern öffnet, lösen sich alte Verspannungen und Anspannungen. Alte Enttäuschungen, alte Projektionen und du spürst, dass du in deinem Herzen absolut klar wirst, voller Vertrauen und voller Liebe. Und du atmest tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und du spürst jetzt, wie die Liebesenergie, die aber ein Licht ist eigentlich, also ein Lebenslicht, unendlich in dein Herzzentrum einfließt. Deine Schultern entspannen sich. Deine Arme entspannen sich. Und du spürst, dass du völlig klar, ruhig und entspannt in einer unendlichen Liebe und Geborgenheit dich selbst entfalten kannst. Und da dein Herz jetzt ganz offen ist und auch dein Solarplexus, lösen sich jetzt alte Enttäuschungen. Dieses Gefühl, da wurde mir in das Herz gebrochen, löst sich raus. Es kommt eine tiefe Liebe und Vergebung in dich ein. Und du spürst, wie du stark wirst und kraftvoll, liebevoll und klar. Und dass ab sofort die Illusion, dass jemand dein Herz brechen könnte oder verletzen könnte, transformiert wird. Und dass sich da jetzt diese Enttäuschungen und Schmerzen lösen. Und du spürst, dass du ganz klar und sicher
dich in deinem Leben, in deinem Lebensraum verankerst. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du in dem absoluten Licht deines Bewusstseins dich verankerst, im Hier und Jetzt, im Zentrum deines Seins, dass du die Sonne deines Universums bist, von der alles Licht ausgeht und alles Bewusstsein ausstrahlt. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du dich mehr und mehr ausweitest und ganz klar in deiner Mitte, in deinem inneren Frieden ankommst und spürst, dass die äußere Welt, andere Menschen ebenfalls Sonnen sind und dass all diese Sonnen, all diese Lichter nicht in einem Streit oder in einer Konkurrenz zueinander liegen, sondern dass da jedes Licht seinen Platz hat. Und du sprichst in deinem Inneren, ich erkenne meinen Platz hier auf Erden an und ich erkenne deinen Platz hier auf Erden an. Und du atmest jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du ganz klar und voller Zuversicht, voller Freiraum und Würde, voller Liebe und Großzügigkeit wieder mehr und mehr ins Hier und Jetzt, in deine Zeit, in deinen Raum zurückkehrst. Und du streckst dich mal durch, bewegst deine Arme und Beine. Atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und wenn du dich gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich klar und frei. Und du spürst auch, dass du lockerer geworden bist. Ja, das wäre so die Übung zum Loslassen von Gefühlen von anderen. Mach dir das nochmal bewusst. Ich habe jetzt emotionale Verstrickungen gelöst und auch jegliche Erschöpfung gelöst, die mit dieser emotionalen Verstrickung einhergegangen ist. Und jetzt atmest du nochmal tief ein und wieder aus und öffnest deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück.
kannst diese Übung natürlich wiederholen. Das war jetzt mal für Herz und Solar Plexus. Wenn du Fragen dazu hast, zu dieser Reise oder Erfahrungen reinschreiben willst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Abonniere den Kanal, lass mir einen Daumen hoch da, teile das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Lenz und es freut mich, dass du dabei gewesen bist. Tschüss, bis nächstes Mal.